Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Movie Cats. Ja, endlich ein neues Video von mir. Ich habe jetzt ein Handy-Stativ und kann ohne Wackelkamera aufnehmen. Erstmal ein großes Dank an die ganzen Kommentare an mein erstes Video und auch einen großen Dank an den Filmangler, der meinen Kanal ein bisschen publik gemacht hat. Vielen Dank, hat mich echt super gefreut. Und ich wollte jetzt mal meine Einzel-Overview starten der Regale. Ich wollte anfangen mit den Serien, weil im Moment bin ich einfach sehr verrückt. Ich gucke und gucke und gucke. Eine Staffel nach der anderen weg. Da dachte ich, es bietet sich jetzt gut an, mit den Serien anzufangen. Und danach kommen dann die Animationsfilme, die Superheldenfilme, dann noch einmal Anime und dann A bis Z und dann der Rest. Und dann vielleicht noch die Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Vielleicht könnt ihr mir da den einen oder anderen Tipp geben, welchen ich zuerst gucken muss oder soll. Und ja, ich wollte die Videos ja ungefähr so 20 Minuten machen, also nicht so super lange Videos. Ich dachte, da kannst du lieber ein paar mehr machen oder was haltet ihr davon? Wollte lieber ein ganz langes sehen. Ich finde es besser, wenn man immer so 20 Minuten macht, weil sonst vergeht einem auch die Lust vielleicht. Mal sehen, wie viele Parts es werden. Ich weiß es nicht. Mal sehen, wie viele Serien ich jetzt in einmal 20 Minuten kriege. Ich weiß es auch nicht. Also, wir werden es sehen. Anfang macht hier die Game of Thrones Serie mit richtig schönen Boxsets. Also, die sehen richtig toll aus. Leider ist das eine hier komplett in Gelb, das andere komplett in Weiß. Wäre viel cooler gewesen, wenn die alle in Schwarz wären mit der gleichen Schriftfarbe, wie ich finde. Die Serie, die gehörte zu meinen Lieblingsserien, bis ich das Ende gesehen habe. Das hat leider alles zerstört für mich. Es ist, weiß nicht, also bin total traurig über das Ende, wie das da gelaufen ist. Sehr schade. Aber die ersten Staffeln sind echt top. Vor allem die erste, die finde ich super. Dann gehen wir weiter zu American Horror Story. Habe ich gesehen bis Hotel, das hier gucke ich gerade aktuell, Roanoke. Dann kommt noch Cold und Apocalypse, also da weiß ich noch gar nicht, worum es geht. Also bis jetzt hat mir am besten die zweite Staffel gefallen, Asylum, also die war echt super. Aber insgesamt fand ich alles ganz okay. Dann Banshee, das ist auch eine richtig tolle Serie. Komplett Box. Ich weiß nicht, die Serie, die hat immer so wenig Aufmerksamkeit bekommen hier. Aber die ist richtig gut. Vier Staffeln. Das ist ein Frankreich-Import. Aber die Serie ist echt geil. Dann haben wir als nächstes Ascension. Auch eine sehr gute Serie. Leider nur diese Staffel bekommen. Hatte echt ein paar nette Überraschungen dabei, wo man nicht mit gerechnet hat. Aber leider wird es nicht fortgeführt. Dann noch die erste Staffel von Powers. Ja, ich glaube, da gibt es noch eine Staffel von, aber die erste fand ich schon echt nicht gut. Also, ich glaube, die gibt es auch noch gar nicht auf Blu-ray. Ich habe es noch nicht gesehen. Big Little Lies ist auch eine sehr gute Serie. Gibt es ja jetzt auch bald eine zweite Staffel. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Hat Spaß gemacht zu gucken. Ich packe den mal da oben, dann kann ich es besser rausziehen. Hemlock Grove. Ja, war ganz okay. Aber nichts Besonderes. Intruders. Habe ich gesehen, aber ich weiß tatsächlich nichts mehr davon. Shameless, die erste Staffel. Fand ich auch richtig lustig. Also, das muss ich unbedingt mal weiter kaufen. The Purge, die erste Staffel. Ja, es ging. Ich mag die Filme ja auch nicht so unbedingt von The Purge. Und die Serie war, naja. Ich habe sie schnell durchgeguckt, aber nichts Besonderes. W-Wort Pines, weiß ich auch gar nicht mehr genau, was das war. Habe ich aber auf jeden Fall gesehen und habe es auch nicht ganz positiv in Erinnerung. Brotherhood habe ich noch nicht gesehen, muss ich noch sichten. Lethal Weapon, die Serie, habe ich auch noch nicht gesehen. Da kenne ich nur die Filme, aber werde ich definitiv mal angucken. Ja, Winnetou, kann ich nichts zu sagen. Agent Carter, die komplette Serie. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber will ich auch demnächst nachholen, weil ich habe gehört, die sollen nicht gar nicht schlecht sein. Aber leider gibt es ja nur diese beiden Staffeln. Mal sehen. Klondike habe ich noch nicht gesehen. Borgia. Ist ja ganz okay. Bisschen verwirrend teilweise war das für mich. Deadwood finde ich richtig gut, die Serie. Auch richtig tolle Schauspieler von Ian McShane. Also richtig geil. Last Kingdom. Ja, das ist auch eine sehr gute Serie.
wie ich finde. Und auch eine richtig schöne Box. Ja, das ist eine richtig tolle Box, wie ich finde. Die Serie finde ich auch sehr gut. Habe ich jetzt bei also Staffel 3 habe ich noch nicht gesehen. Aber die erste Staffel hat mir sehr gut gefallen. War teilweise auch ein bisschen verwirrend, wie ich finde. Aber richtig gut. Sanctuary habe ich auch die ersten beiden Staffeln gesehen. Werde ich demnächst auch mal wieder weiter gucken. Ist eigentlich ganz cool, die Serie. Die Effekte sind ein bisschen billig. Aber hat mich da eigentlich gar nicht gestört bei der Serie. So, dann haben wir als nächstes die Hannibal-Serien, die hier falsch rum drin stehen. Ja, fand ich ganz okay. Ein paar nette Kills, sag ich mal, wie der das so zur Schau gestellt hat. Die Leichen waren echt interessant. Total, weiß nicht. Gott, das hat mich echt verstört damals. House of Cards. Ja, die Serie ist... Die ist super. Also ich habe die ersten drei Staffeln bis jetzt gesehen. Ich finde die richtig gut. Macht einfach Spaß zu gucken. American Gods habe ich noch nicht gesehen. Möchte ich aber auch demnächst nachholen. Missions habe ich auch noch nicht gesehen. Da gibt es ja jetzt, glaube ich, auch die zweite Staffel von. Emerald City, ja, habe ich gesehen. Ich mag ja gerne solche Fantasy-Sachen und dann auch noch mit Oz. Aber leider nicht gut. Kann ich keinen empfehlen. Ich glaube, es gibt auch nur diese Staffel. Es wurde, glaube ich, abgesetzt. Also braucht ihr euch nicht kaufen. Fargo habe ich auch noch nicht gesehen. Ich hatte den Film gesehen und fand den richtig toll. Und da habe ich mir gleich zwei Staffeln gekauft. Strike Back. Ja, ist eine coole, brutale Action-Serie. Hat Spaß gemacht zu gucken. King of Queens, ja, das kennt ja wohl jeder. Ist einfach Kult. Ich habe damals im Fernsehen hoch und runter geschaut. Habe mir jetzt die Box für einen billigen Preis mitgenommen. Hat Spaß gemacht. Dann, ja, Gotham. Eine meiner Lieblingsserien. Ich liebe ja Batman und man, hier sind so viele Schurken und das macht einfach Spaß zu gucken. Ich weiß nicht. Die sind alle so toll. Der Pinguin, Joker. Die sind alle toll. Die Catwoman. Auch Gordon, richtig cool alles. Dann Agent of S.H.I.E.L.D., auch eine sehr, sehr gute Serie, wie ich finde. Macht auf jeden Fall Spaß, sie zu gucken. Krypton habe ich erst neu, muss ich noch sichten. Aber ich glaube, das hat ja auch nur, ich glaube, zwei Staffeln bekommen oder drei. Mal sehen. Scheint wohl nicht so Bringer zu sein. Penny Dreadful fand ich ja ganz okay. Iron Fist habe ich noch nicht gesehen, weil ich warte eigentlich noch, bis die nächste Staffel auf Blu-ray rauskommt, aber ich weiß nicht, ob das noch passiert, weil die wurden ja auch alle abgesetzt, die Marvel-Serie. Mal sehen. Dann Bates Motel. Steht die auch falsch rum? Ja, da hat eine Katze was runtergeschmissen. Ist eine sehr gute Serie. Ist ja mit Norman Bates von Psycho die Vorgeschichte. Also richtig toll, die Serie. Ja, dann kommen wir hier zu Arrow. Ah, ich liebe diese Serie. Ich finde die einfach klasse. Steht total auf Arrow. Ich warte die ganze Zeit, bis die nächste Staffel mal hier in Deutschland erscheint. Vielleicht weiß das ja jemand. Schreibt es in die Kommentare. Ich warte und warte und die kommt nicht. Supergirl. Die ersten drei Staffeln. Ja, ist... Teilweise echt langweilig, die Serie. Aber teilweise hat die auch wieder ihre guten Momente. Und da ich alle DC-Serien gucke, gehört die auch dazu. Flash und Legends of Tomorrow hat mein Bruder übrigens. Die habe ich hier nicht in der Sammlung. Weil der sammelt auch Serien und dann brauchen wir nicht alles doppelt haben. Orange is the New Black. Ja, habe ich noch nicht gesehen, Leute. Auch wenn das so eine tolle Serie sein soll. Aber irgendwie hatte ich noch nie Lust dazu. Camelot. Ja, da gibt's nur diese eine Staffel. Ist auch nicht so besonders toll. From Dusk Till Dawn, die erste Staffel, habe ich nicht gesehen. Ich kenne nur die Filme. Dollhouse habe ich auch nicht gesehen. Habe ich mir mal von Amazon UK mitbestellt, was sehr billig war. Ich weiß nicht mal genau, worum es geht. Rosemary's Baby, ja, die Serie war ganz okay. Wynonna Earp habe ich auch noch nicht gesehen. Werde ich aber auch definitiv demnächst mal nachholen. Humans, die waren ersten Staffeln, waren sehr gut. Ich werde mir jetzt in kurzer Zeit die dritte Staffel kaufen, wenn sie jetzt im Angebot kommt, bei den Cyberwoche da.
Sehr gute Serie. Shadowhunters fand ich auch sehr gut. Ich mag ja gern solche Fantasy-Sachen. Also kann ich auch empfehlen. Ja, Gunpowder mit Kit Harington. Ja, fand ich jetzt nicht so toll. Terra Nova habe ich nicht gesehen, aber sieht eher nach etwas billigere Serie aus. 911 habe ich auch noch nicht gesehen. Alcatraz, ja, ich fand die eigentlich gar nicht schlecht. Aber es gibt halt nur diese Staffel und hat kein richtiges Ende. Das ist schade. So, dann haben wir hier The Gifted. Hat mir richtig gut gefallen. Spielt ja im X-Men-Universum. Und ich glaube, es gibt jetzt auch nur noch eine Staffel. Ich will nicht lügen, oder zwei. Aber leider ist noch nicht bei uns in Deutschland erschienen. Ich warte jetzt ganz auf die zweite Staffel. Ja, V die Besucher. Diese Neuauflage. Ganz okay. Anders so dumm. Fand ich die erste Staffel richtig gut, aber die zweite und dritte waren jetzt nicht mehr so toll. Beauty and the Beast fand ich auch am Anfang richtig gut, aber am Schluss wird es echt nur, weiß nicht, total bescheuert. Aber hat sich trotzdem gelohnt, das zu gucken. The 100, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Leider gibt es das nicht auf Blu-ray, warum auch immer. Also echt eine Top-Serie. Die neue Staffel ist ja jetzt auch rausgekommen. Da warte ich auch auf die Zeigerwoche, bis es billiger wird. So, dann als nächstes haben wir da Once Upon a Time. Ja, ich glaube, das ist meine absolute Lieblingsserie. Ich liebe diese Serie einfach. Ich meine, das ist Disney, das ist ein Märchen. Das ist alles so wunderschön erzählt. Also richtig, richtig toll. Die Serie kann ich nur jedem empfehlen, der Disney mag, Fantasy. Und alles. Also die letzte Staffel hier, muss ich sagen, die hätten sie sich sparen können. Da spielen auch viele gar nicht mehr mit aus der alten Serie. Die haben dann, kommen dann teilweise nur eine Folge vor. Aber der Rest, ach, ich liebe die Serie. Auch leider noch nicht auf Blu-ray erschienen. Schade, schade. Dann haben wir als nächstes, ja, Desperate Housewives. Ja, ich mag die Serie gern. Ich fand sie immer lustig und ich kann nur positiv davon reden. Guckt sie euch an, es ist auf jeden Fall sehenswert. Falling Skies. Ja, die Serie war am Anfang auch richtig gut, wie ich fand. Und das Ende der letzten Staffel war leider auch nicht zufriedenstellend für mich. Dann haben wir hier Battlestar Galactica, also diese Neuverfilmung davon. Die fand ich eigentlich richtig, richtig gut. Das alte kenne ich jetzt nicht, das ist überhaupt nicht mein Jahrgang gewesen und will ich auch nicht mehr gucken. Das sieht heutzutage ja alles ein bisschen. Ja, bescheuert aus. Aber diese Neuauflage fand ich richtig toll. Also, hat mir richtig Spaß gemacht zu gucken. Dann hatte ich diesen einen Film noch einmal extra auf Blu-ray. Und dieses Blood and Chrome, wo man Adama als jungen Piloten sieht. Und Caprica, diese Spin-off-Serie davon, die ich auch eigentlich gar nicht schlecht fand, aber die leider ja schon abgesetzt worden ist nach der Staffel. Sehr, sehr schade. Dann haben wir hier Warehouse. Ja, ich mag die Serie, die ist eigentlich total bescheuert und die Effekte sind so lustig und es sieht alles echt lustig aus, aber irgendwie hat die Serie was. Ich hab's immer gerne geguckt. Also, war lustig. Prison Break. Ja, ist eine super Serie, wie ich finde. Gibt's da, glaube ich, jetzt auch noch eine weitere Staffel oder ein Spin-off, irgendwas gibt's da noch. Habe ich jetzt noch nicht geguckt, weil. Für mich hatte das hier das Ende und da gab es ja auch noch einen Film, der ist da glaube ich auch drin. Der war auch noch ganz okay, aber weiß nicht, ob ich da mehr von brauche. Orphan Black habe ich die ersten drei Staffeln gesehen. Ist eigentlich ganz cool, die Serie. Die spielt ja eher ganz, ganz viele Leute hier. ist ganz gut. Ja, Spartacus. Ich nehme hier mal eine raus. Kann ich hier besser was rausziehen? Spartacus. Ja, ich liebe Spartacus. Ich liebe diese Kampfszenen. Das ist eigentlich voll, voll cool. Habe ich gerne geguckt. Zu Recht ab 18. Guckt es euch an. Ist cool. Supernatural, ja. Teilweise richtig gute Folgen. Teilweise richtig schlechte Folgen. Und teilweise werden die Engel und Dämonen, was da alles gibt, immer so bescheuert besiegt. Ja. Ist manchmal echt dämlich, aber trotzdem gucke ich es immer noch.
Die beiden Brüder sind einfach, die sind einfach cool und macht Spaß, denen zuzuschauen. The Following mit Kevin Bacon und James Purefoy heißt er, glaube ich, fand ich richtig gut. War eine tolle Serie. Genauso wie Black Lightning, fand ich auch gut. Das Einzige, was mich hier gestört hat, war der Score, also die Musik, die fand ich nervig. ja, Firefly und Serenity. Tja, da brauche ich glaube ich nichts mehr zu sagen. Ist Kult. Revenge ist auch eine richtig, richtig tolle Serie. Ich weiß nicht, davon habe ich auch noch nicht so viel gehört. Macht auf jeden Fall Spaß, die zu gucken. Habe ich auch innerhalb kürzester Zeit durchgesuchtet. Dann haben wir noch The Closer. Habe ich tatsächlich noch nichts von gesehen. Habe ich mal gekauft, als es billig war. Bei Amazon. Und nicht geschafft, es anzugucken. Stargate? Ja. Ja, Stargate. Stargate ist eine gute Serie. Ein bisschen schlecht gealtert, wie ich finde. Aber ich gucke es tatsächlich ab und an mal gerne. Ein paar Völkchen zwischendurch. Die Charaktere sind einfach toll. Macht Spaß. Genauso wie Xena. Ich meine, das ist heutzutage ja auch etwas lächerlich teilweise. Macht aber doch noch Spaß. Lucy Lawless finde ich auch echt toll. Ich gucke teilweise heutzutage immer noch mal ein Völkchen. Macht Spaß. Outlander. Ja, das ist so eine Special Box, deswegen habe ich sie auch gekauft. Mit so einem Lenticular. Richtig cool. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Aber will ich auch so schnell wie möglich nachholen. Na, geh rein. So, ja, das war dann hier oben alles. Dann kommt im nächsten Video ja, die restlichen Serien, die im anderen Zimmer stehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr bleibt dabei. Guckt die nächsten Parts. Schreibt mir ruhig Kommentare. Würde mich freuen und ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.